Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zur Vorstellung von ICBM, The Global Conflict. Genau genommen liegt mir hier momentan eine Demo-Version des bald erscheinenden Spieles vor. Also zumindest soll es dieses Jahr noch kommen. Es wird von Slytherin gepublished und wurde mir auch von Slytherin hier zur Verfügung gestellt. Es ist noch nicht die finale Version, bitte behaltet es im Hinterkopf. Wir können zum Beispiel noch gar kein New Game starten, das geht nicht. Wir werden aber gleich zusammen jetzt hier eine Multiplayer-Runde spielen können. Gegen tatsächlich die AI, um euch einfach mal das Spiel ganz, ganz kurz zu zeigen. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich habe bereits schon mal ein paar Multiplayer-Runden gegen andere Streamer wie den Hobbygeneral, Headbreaker und auch Ranger Area gespielt. Wir waren alle gemeinsam im Livestream unterwegs und haben da uns gegenseitig im wahrsten Sinne des Wortes Atombomben auf den Kopf geworfen, denn genau darum geht es in diesem Spiel. Es ist eine, sage ich jetzt mal, Arcade-lastige Simulation, bei der wir verschiedene Bündnisse spielen. Zum Beispiel hier den gesamten nordamerikanischen Kontinent, Südamerika, Afrika, Europa, die Russische Föderation, wenn ihr so wollt, Ostasien, Westasien und Ozeanien. Und je nachdem, welches Bündnis ihr spielen wollt, müsst ihr euch für eine andere Strategie entscheiden. Denn ihr habt natürlich die Möglichkeiten, direkt irgendwelche, keine Ahnung, Marschflugkörper dem Gegner auf den Kopf zu werfen, die zwar eine sehr, sehr große Reichweite haben, aber im Nahbereich unwirksam sind, dafür aber auch sehr, sehr schnell zuschlagen können. Oder ihr habt die Möglichkeit, auf Flugzeuge zu setzen, auf Flugabwehr zu setzen und so weiter und so fort. Ihr könnt auf Satelliten setzen, um den Gegner aufzuklären. All das werde ich jetzt euch gleich versuchen, hier in diesem Video zu zeigen. Wichtig für euch ist bloß zu wissen, dass es einen großen Unterschied macht, ob ihr jetzt zum Beispiel Ozeanien oder Europa spielt. Denn Ozeanien ist ein Land, sage ich jetzt mal, man meint, man braucht da sehr viele Schiffe und Flugzeugträger, die man bauen kann, um hier erfolgreich zu sein. Aber nach meiner persönlichen Erfahrung war das eher das Gegenteil der Fall. Die brauchen eigentlich eher Marschflugkörper, weil sie nämlich große Distanzen überbrücken müssen. Und die sind deutlich schneller unterwegs als zum Beispiel jetzt die Schiffe, die näher ran müssen. Da gibt es andere Nationen, die da, glaube ich, mehr davon haben. Ich glaube, Europa ist zum Beispiel einer von den Kollegen, weil die ziemlich krass hier eingesperrt sind zwischen drei Bündnissen und sehr, sehr früh eine aufs Hirn bekommen. Da habe ich zum Beispiel mit dem Hobbygeneral einen Koop gespielt. Also ich als Europa, er als Nordamerika. Und da habe ich zum Beispiel mit Marschflugkörpern überhaupt nichts machen können, weil die nämlich eine eingeschränkte Reichweite haben, also sie haben eine Mindestreichweite, bevor du sie einsetzen kannst, und ich konnte sie dann zum Beispiel in dem Nahbereich überhaupt nicht benutzen, währenddessen meine Flugzeuge hier sehr, sehr effizient gewesen sind. Aber lassen wir das hier gerade eben mal am Anfang mal dahingestellt. Ich wähle jetzt auf jeden Fall mal eine Fraktion, und zwar ich wähle tatsächlich den Pazifik. Der Rest ist jetzt tatsächlich hier von der KI hier besetzt. Und ihr seht, wir können auch am Anfang einstellen, was wir für Starttechnologien haben. Also auch, was wir für Startausrüstung haben. Wir starten zum Beispiel jetzt hier mit einem Flughafen, mit einem Carrier, einem Zerstörer, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Flughäfen zum Beispiel sind dafür da, um natürlich Flugzeuge zu unterhalten, von denen ihr aus dann quasi Attacken und aber auch Verteidigungsmaßnahmen gegen feindliche Einheiten koordinieren könnt. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch mobil mit einem Carrier machen. Der ist dann quasi nicht auf einem Land zu platzieren, sondern auf dem Meer. Hat aber dann mehr oder weniger ähnliche Möglichkeiten. Nicht exakt die gleichen, aber ähnliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein stationärer Flughafen. Ihr könnt damit zum Beispiel euch einfach an die feindliche Küste heransneaken und dann die feindlichen Städte bombardieren. Das Ganze könnt ihr dann durch sogenannten Zerstörer hier beschützen, die sehr, sehr gut darin sind, um zum Beispiel wiederum feindliche Flugzeuge abzuschießen. Und ihr könntet das Ganze natürlich dann auch noch durch entsprechende Cruiser verstärken, die wiederum sehr, sehr gut darin sind, das Land zu attackieren oder andere Schiffe im direkten Feindfeuer quasi mit Kanonen zu beharken. Natürlich gibt es auch noch U-Boote. Ihr könnt natürlich auch eine U-Boot-Kriegsführung durchführen, die insgesamt gegen Schiffe eher schwach sind. Aber wenn ihr Atom-U-Boote habt, relativ safe, ohne dass man sie leicht entdecken kann, Atomraketen auf feindliche Städte oder feindliche Stellungen zu werfen. Und darum geht es halt letztendlich. Ne? Man sucht sich sozusagen seine Strategie aus und denkt sich halt quasi, setze ich auf Flugzeuge, setze ich vielleicht eher auf U-Boote, setze ich auf stationäre Missile-Launcher-Pads und so weiter und so fort. Und das hängt natürlich von eurer Startsituation ab. Ihr müsst also relativ früh schon ganz, ganz gut planen, was ihr damit machen wollt und euch am besten dabei nicht irren. Wir können auch von Anfang an hier schon
Ihr seht hier entsprechende andere Starttechnologien wählen, die allerdings sehr, sehr teuer sind, um sie am Anfang zu nehmen. Zum Beispiel auch hier die Satellitentechnologie. Da bekommen wir sehr, sehr schnell eine Aufklärung über den Feind. Aber ihr seht, das ist sehr, sehr teuer. Und ich habe persönlich den Eindruck schon von dem Spiel, dass es doch durchaus sinnvoll ist, die meisten dieser Startsachen zu haben. Also zum Beispiel so ein Carrier oder so eine Airbase sind am Anfang sehr, sehr wichtig. Was ich nicht so unbedingt wichtig finde, ist unbedingt am Anfang ein U-Boot zu haben. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt hier mal raus und gönne mir, ich bin mal überlegen, was ich mir am Anfang gönnen will. Man könnte auch am Anfang noch sich noch ein paar Flugzeuge gönnen, falls man gleich am Anfang welche verliert. Denn die können, alles was ihr hier seht, kann abgeschossen werden, außer die Technologien. Ja, und ich bin am überlegen, das hier ist relativ schnell gebaut. Ich nehme das hier mal raus. Ich bin echt am überlegen, ob ich echt hier am Anfang hier schon die Cruise Missile hier als Technologie nehmen will. Ich nehme mal die Cruise Missile als Technologie mit. Ja, oder nehme ich hier nochmal ein paar Bomben mit. Das muss ich hier mit reinnehmen. So, und damit wäre das jetzt hier quasi mein gesetztes Start-Setup. Wir starten mal. Und gucken mal, ob das Spiel jetzt hier... Assign all players, genau. So, werden jetzt alle hier quasi von der KI gesteuert, außer ich selber. Und jetzt muss ich am Anfang gleich schon auf Pause gehen. Denn ich muss euch natürlich ein paar Sachen erklären. So, das hier ist hier die Weltkarte. Es gibt hier zweierlei Arten, sie darzustellen. Einmal hier quasi als Map. Ihr seht, ihr könnt auch quasi 360 Grad komplett hier, also was heißt 360 Grad? Also nach links und rechts komplett hier euch drehen. Wenn ihr euch 360 Grad drehen wollt, dann müsst ihr diesen Global View nehmen. Den gibt es tatsächlich auch, wenn man ordentlich verwirrt werden will. Ihr könnt auch hier reinzoomen. Und dann könnt ihr hier quasi sehen, also wo sich eure Sachen hier befinden. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt hier Ozeanien, das sind jetzt hier meine Gebiete. Und das ist jetzt hier der asiatische Raum. Und, es geht bereits schon los. Ich muss kurz nochmal Pause machen. Hoppala, ich habe versehentlich nicht Pause gehabt. Egal. Ich plante jetzt auf jeden Fall schon mal jetzt hier meinen Flughafen. Nicht zu nah da vorne, weil ansonsten wird der nämlich gleich abgefarmt. Ich plante meinen Flughafen, doch ich muss ihn eigentlich fast da vorne hinsetzen. An einen Ort, wo er relativ früh eingreifen kann. Wobei, es ist relativ egal. Also ihr seht auf jeden Fall, was grob so die Grenzen der verschiedenen Gebiete sind. Also das hier gehört alles jetzt hier noch zur ostasiatischen Zone. Das hier ist jetzt Russland und das hier ist jetzt hier mein Gebiet. Und ihr seht jetzt hier, da ist mein Flughafen jetzt hier bei Manila geplantet. Das ist jetzt hier quasi sozusagen seine Detection Range. In dem Bereich sind meine Flugzeuge automatisch am Verteidigen, wenn da irgendetwas reinfliegt, zum Beispiel gegnerische Flugzeuge. Ich kann auch schon mal sagen, Allow Air Patrol, dann sind die Flugzeuge ohnehin in der Luft. Dann sehen wir jetzt hier meine Flugzeuge. Also das sind meine Jäger, die Art der Rakete, das ist auch technologieabhängig. Und hier sind meine Bomber, und die haben momentan einfach nur Bomben. Ich könnte ihnen aber auch einfach einen einfachen nuklearen Sprengkopf mitgeben, was sie momentan aber noch nicht tun. Ich kann auch direkt eine Attack Order geben, zum Beispiel wenn wir sagen, hey, greift gleich mal Hongkong an. Das würde Punkte geben, aber momentan gibt es noch keine Punkte, weil wir ganz am Anfang des Spiels sind. Jeder dieser Punkte hier symbolisiert eine Stadt und später im Spiel werden diese Städte Punkte bekommen und dann lohnt es sich natürlich, die Städte zu nuken, die am meisten Punkte haben, weil das zählt tatsächlich dann als das Auslöschen der dortigen Bevölkerung. Also im Grunde ist das hier so mehr oder weniger auch ein Extinction Simulator, wenn ihr so wollt, wenn man es einfach ausdrücken will. Ich plane jetzt auf jeden Fall erstmal meinen Carrier. Ihr seht jetzt hier, was der für eine riesige Reichweite hat. Den packe ich jetzt mal hier hin, um das Gebiet hier relativ gut abzusichern. Und der bekommt jetzt hier die Zerstörer hier. Die kann ich hier mit diesem mit diesem Schild hier drauf auf diese Flotte setzen. Dann sind die Teil dieser Flotte. Und damit kann ich jetzt hier mit diesem Flugzeugträger, wenn ich will, jetzt hier auch rumschippern und hier diese Gebiete letzten Endes absichern. So, wir können auch mal ganz, ganz kurz mal schauen. Das hier ist die Radar Coverage. Also das ist das Gebiet, wo unser Radar automatisch feindliche Flugzeuge, aber auch gegnerische Raketen erkennen würde. Wobei man nicht alle Raketen erkennen kann. Also Marschflugkörper sind zu schnell, die sieht man nicht. Hier sehen wir unser Territorium. Das schalte ich auch gleich mal ein, dass man grob sieht. Ja, das gehört also quasi mir. Und es gibt auch noch Diplomatie. Ich könnte jetzt also quasi mich jetzt hier mit irgendeiner Fraktion verbünden. Und das ist an und für sich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich versuche jetzt hier einfach mal ein Bündnis mit Westasien
probier mal. Also, Alliance formed. Ihr seht, Alliance formed. Also ich bin jetzt hier gerade eben schon mal jetzt hier mit der KI-Fraktion Westasien verbündet. Dann kann ich mich nämlich hier um den Kollegen hier kümmern. Er hilft mir vielleicht mit. Und das sorgt dafür, dass ich schon relativ safe bin. Aber wir müssen auch natürlich in die Konstruktion und in die Forschung gucken. Ihr seht hier auf der rechten Seite, das sind die Sachen, die ich bauen kann. Und es bietet sich für mich jetzt hier am Anfang an, erstmal hier sogenannte Radar Sites, also Radarsysteme zu bauen. Die dauern jetzt hier momentan 55 Sekunden Spielzeit, also bei einfacher Geschwindigkeit, um diese Dinger zu bauen. Ich kann da natürlich auch die Zeit verkürzen, theoretisch. Ihr seht, auf 36 Sekunden, wenn ich meine gesamte nationale Leistung auf Konstruktion setze. Aber dann habe ich ein Problem mit der Forschung. Und ein Problem mit der Forschung ist ein bisschen blöd. Denn Forschung ist hier in diesem Spiel eigentlich sehr, sehr wichtig. Denn sie ermöglicht es uns überhaupt, das Spiel hier am Ende sinnvoll zu gewinnen. Denn am Anfang sind wir ja mit wenig Technologie ausgestattet. Und das müssen wir ändern. Jetzt hängt es, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, davon ab, was für eine Strategie wir fahren wollen. Ihr seht, wir können also hier quasi auf Flugzeuge gehen, auf AWACS, die dann quasi den Feind mit großen Flugzeugen aus großer Höhe aufklären. Wir können Luftbetankung machen und dann können wir Stealth-Bomber, Stealth-Flugzeuge hier letztendlich entwickeln, die vom Gegner nicht so leicht gesehen werden können. Und auch noch andere Raketensysteme, die noch stärker sind. Wir können Luftabwehrsysteme wie diese SAMs hier kreieren, um dann wiederum gegnerische Flugzeuge abschießen zu können, was durchaus wichtig ist, insbesondere zum Beispiel für Europa, wenn man die spielt. Man kann auch noch Mobile SAMs machen, die wir dann auch wiederum verlegen können, was sehr, sehr praktisch ist. Advanced SAMs und so weiter, andere Raketensysteme zum Angreifen. Dann können wir den Space Radar machen, das uns wiederum ermöglicht, sogar feindliche Satelliten abzuschießen. Und ach ja, wir können Satelliten tatsächlich erforschen, die dann über den Globus fliegen in bestimmten Zonen. Das werden wir nachher vielleicht noch sehen, um wiederum zu sehen, wo es sich lohnt anzugreifen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich werde als allererstes jetzt hier mal tatsächlich hier auf 50-50 gehen. Dann seht ihr jetzt hier, das sind ungefähr 16,4 Minuten, die wir jetzt hier brauchen werden, um das hier letztendlich zu erforschen. Das dauert relativ lange, aber dann es lohnt sich tatsächlich, weil dann können wir tatsächlich sehen, wo sich unsere feindlichen Positionen befinden. So, was will ich eigentlich hier noch letzten Endes machen? Eigentlich erstmal gar nicht so viel. Ihr seht, wir können auch Flugzeugträger machen, U-Boote, Zerstörer, Cruiser. Ich glaube, ich setze hier nochmal zwei Cruiser hinten ran an das Ding. Und das war's. So, jetzt lassen wir mal Zeit laufen. Und wir können jetzt hier quasi die Zeit hier einfach laufen lassen. Ihr seht jetzt hier unten, wie das Ganze jetzt hier stattfindet. Oder wir können das Ganze jetzt hier auch von der Geschwindigkeit hier erhöhen. Da auf extrem hohe Geschwindigkeit. Alliance formed. Jetzt machen wir nochmal Pause. Wir sehen jetzt hier, es haben sich hier diverseste Bündnisse gebildet hier. Afrika ist jetzt zusammen mit Ostasien. Und wir haben jetzt hier Südamerika mit Russland. Das ist interessant, warum Südamerika mit Russland zusammenkommt. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, aber egal. North America Request to Alliance. Ja, sage ich mal. Wir haben es tatsächlich noch die USA zu uns reingeholt. Das heißt also, wir haben jetzt eigentlich schon mal eine sehr, sehr starke Grundposition. Und wir können jetzt auch einstellen, dass wir jetzt hier unsere Technologien miteinander scheren und sogar unsere Nuklearassets uns gegenseitig zeigen. Das heißt also, ich sehe jetzt, also ich bekomme jetzt die Technologien, die sie erforschen, ebenfalls zur Verfügung und kann sie benutzen. Das ist im Multiplayer sehr, sehr praktisch. Und sorgt dafür, dass man mehr handlungsfähig wird und ja auch mal ein bisschen flexibler agieren kann. Allerdings sind diese Bündnisse durchaus brüchig, denn am Ende geht es nur darum, wer hier am meisten Punkte gemacht hat. Und ja, da ist sich dann am Ende jeder selbst zunächst und man verletzt dann eventuell auch einfach mal sein Bündnis. Man kann sogar Verbündete nuken, das darf man nicht vergessen. Das ist sogar tatsächlich möglich, sollte man extrem aufpassen. So, ich habe jetzt meine erste Radar-Site hier gebaut, wie ihr gerade eben seht. Ne, hier sind nur noch zwei drin. Ich kann jetzt diese Radar-Site planten, wo ich will, aber natürlich packe ich sie irgendwo dahin, wo sie mir am meisten bringt. Ich möchte dieses Gebiet hier abgesichert haben und jetzt habe ich hier schon mal eine Radarübersicht über dieses Gebiet. Also wenn, ich würde jetzt sogar sehen, wenn der Gegner jetzt hier irgendetwas reinbaut, was er da letzten Endes reingebaut hat. Ich lasse jetzt mal die Geschwindigkeit auf dreifache weiterlaufen, denn wir wollen es ja hier relativ schnell laufen lassen. Alliance formed. So, was ist denn da jetzt passiert? Guck mal gerade nochmal in die Diplomatie. Achso, keine Ahnung. Das war, glaube ich, einfach nur die Meldung für die andere Allianz am Start.
Da oben ist übrigens immer wieder so die Meldung, New Radar Site is ready, genau. Wir haben eine neue Radar-Site jetzt hier gemacht. Und diese Radar-Site packe ich jetzt dahin. Ich habe jetzt hier einfach mal ja, von meinem Flughafen die jetzt hier hingepackt. Ich hätte jetzt aber auch tatsächlich meinen Flughafen eher hier hinsetzen können. Das ist schon sehr, sehr aggressiv nach vorne gesetzt gewesen. Einfach nur deswegen, weil Flugzeuge eine nicht so große Reichweite haben. Also sie haben eine große Reichweite, die können schon ordentlich weit, aber ich glaube, bis Russland hier würde ich nicht mehr kommen. Mit den meisten Flugzeugen. So, und ihr seht es ja, jetzt habe ich eine Enemy Radar Site hier detected. Also die haben sich jetzt hier gegenseitig gefunden. Und ich könnte jetzt tatsächlich hergehen und einfach mal sagen, komm, wir greifen den Käse jetzt hier direkt schon mal an. Gucken wir mal, ob das klappt oder ob das Ding abgeschossen wird. So, Enemy Radar Site destroyed. Also die sehen jetzt hier an dieser Stelle nichts mehr. Ne? Wir sehen jetzt hier 4 plus 1. Also wir haben noch 4 Flugzeuge auf unserem Flughafen. Und einer ist in der Luft. Wird hoffentlich jetzt hier nicht abgefangen. Da war tatsächlich keine Verteidigung da. Also wäre da jetzt eine SAM Site gewesen, wäre die Situation eine andere gewesen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, okay. Also das haben wir auf jeden Fall schon mal jetzt hier hinbekommen. Und ich glaube, ich bleibe hier noch mit meinem mobilen Flughafen hier. An der Stelle habe ich momentan noch relativ wenig zu befürchten. Wobei, ihr seht jetzt hier gerade eben sogar, was jetzt hier die Amerikaner machen. Ne? Die Amerikaner cruisen jetzt hier im Pazifik rum, hier mit ihrem U-Boot, da mit ihrem Flugzeugträgerflotte. Was macht eigentlich der Westasiate? Er ist hier mit seinem U-Boot unterwegs und sein Flottenverband ist hier. Kämpft ja, so wie es aussieht, gegen den europäischen Flottenverband. Okay. Also ihr seht, je nach Position hat man hier sehr, sehr unterschiedlich schwere Startpositionen, mit denen man erstmal umgehen muss. Ich baue jetzt derweil hier erstmal hier nochmal ein paar Cruiser, weil dann kann ich nämlich später von Schiff aus die Position, die Landpositionen besser attackieren. Ich brauche aber nochmal hier eine weitere Radar Site und ich glaube sogar nochmal eine weitere Airbase wäre nicht schlecht. So, der erste Cruiser ist ready. Packe ich hier natürlich in die Flotte rein. Verstärkt jetzt hier meine Möglichkeiten. Sobald ich hier irgendetwas entdecken würde, würde ich dann tatsächlich mit diesem Cruiser anfangen, diese Landposition zu attackieren. Aber noch zeigt sich hier nicht viel. Es wird sich mehr zeigen, sobald ich hier vielleicht mal quasi einen Satellitenflug hier drüber setzen kann. Aber so weit sind wir momentan noch nicht. Das läuft hier gerade im Übrigen relativ schnell. Wenn ihr das Ganze hier im Multiplayer spielt, werdet ihr höchstwahrscheinlich nur auf zweifacher Geschwindigkeit und nicht auf drei- oder vierfacher Geschwindigkeit spielen. Deswegen lasse ich das jetzt hier gerade eben mal so schnell laufen, wie es geht. Enemy Destroyer von Russia detected. Okay, ich habe einen... Da oben, wir haben einen feindlichen Destroyer detected. Also sollten wir vielleicht gegen den mal vorgehen, sobald es möglich ist. So, wichtige Information. Ihr seht ja quasi hier die entsprechenden Gebiete, Freunde. Also hier diese Linien. Das hier sind unsere eigenen Gebiete und Gewässer. Nur innerhalb dieser Gebiete kann ich Sachen planten, also auch meine Schiffe. Wenn ich jetzt da hoch segle, was ich jetzt hier tue, ihr seht, ich kann ja auch tatsächlich da durch, dann kann ich den feindlichen Cruiser oder Destroyer oder whatever hier angreifen. Ihr seht, ne, die Schiffe sind nicht besonders schnell. Jetzt gehen wir mal auf einfache Geschwindigkeit. Das hier ist jetzt Echtzeitgeschwindigkeit. Das geht sehr, sehr langsam vonstatten, ne? Also wenn ihr das jetzt hier im Multiplayer spielt, dann würde das wahrscheinlich... Ah ne, so, wir haben ja gerade eben Pause wegen der Meldung. Also das ist die einfache Geschwindigkeit, Freunde. Das ist die zweifache Geschwindigkeit und das ist die dreifache und das ist hier die 20-fache, glaube ich sogar. Und da werden wir jetzt hier schon attackiert. Was für ein frecher Move. Okay, wir greifen hier an. Da hat jetzt hier die Russische Föderation schon mal einen Angriff gestartet. Und ich greife auch von hier aus an. Also der muss jetzt hier weg, Freunde. Hallo? Ich möchte ganz, ganz gerne, dass auch du dich an diesem Angriff beteiligst. So, denn wenn es genügend sind, hat er keine Chance. Wir können auch tatsächlich sehen, was der für Hitpoints normalerweise hat. Da sehen wir es hier gerade eben. Das sind seine Hitpoints, die jetzt hier ordentlich leiden. Und wir haben den feindlichen Zerstörer zerstört. Ausgezeichnet und haben dabei höchstwahrscheinlich selber nur minimale Verluste hinnehmen müssen. So, ich packe natürlich das Ding hier trotzdem nochmal nach vorne hin. Dafür haben wir es ja gebaut. Und jetzt gucke ich mal gerade eben. Ja, das hier wird gebaut. Der Satellit ist demnächst fertig. Das ist unsere erste SAM-Site, die wir jetzt hier bauen können. SAM-Site können wir, glaube ich, dadurch bauen, weil ein Verbündeter diese erforscht haben dürfte.
Denn wir selber haben sie noch nicht erforscht. Das ist quasi die Luftabwehrrakete, die, wie gesagt, andere Flugzeuge und so weiter und so fort unter Feuer nimmt. Die ist eigentlich eine grundlegende Verteidigung. So, und wir segeln erstmal wieder zurück in unsere Gewässer. Hab ich irgendwelche Flugzeuge verloren dabei? Scheint mir nicht so. Das ist gut. Ich kann übrigens auch bei ihm ja sagen, dass er hier die Luftpatrouille starten soll. So, die, glaube ich, einfach nur ein schnelleres Eingreifen letzten Endes ermöglicht. Also ein automatisches. Er sieht die Spähen auch so ein bisschen aus, überwachen den Luftraum. So, wir haben eine neue Technologie, die MRBM jetzt hier erforscht. Also es waren nicht wir, sondern unsere Verbündeten haben die das. Wir gucken mal gerade eben, was das ist. Die MRBM ist genau das, was wir brauchen, denn nämlich das ist das, was wir später machen wollen. Sehr, sehr praktisch. Da bolzen wir nämlich dann ordentlich Raketen auf feindliche Stellungen. Wir können zum Beispiel jetzt dann auch hier auf dieses Atom-U-Boot gehen und so weiter und so fort. Und dem Gegner dann hier ordentlich eine einschenken. Unten sehen wir dann auch immer quasi, was uns das ermöglicht. Also wir müssen zum ICBM gehen, nachdem das Spiel ja auch benannt ist. Das sind dann quasi diese stationären Raketensilos, mit denen wir dann den Gegner, ja, nennen wir es mal, Luftpost schicken können. So, wir machen ja aber trotzdem weiter, denn nach wie vor soll die Verteidigung ja hier nicht leiden. Jetzt gehe ich mal auf eine höhere Geschwindigkeit. Research complete. Und wir haben jetzt unsere Satellitentechnologie. So, Satellitentechnologie ist jetzt hier plötzlich neu. Ich möchte einen Satelliten jetzt hier haben. Und ihr seht, ah, das ist natürlich jetzt blöd, dass der Satellit jetzt so spät dran kommen würde. Wenn ich allerdings Shift-Klick mache, wird er nach vorne gesetzt. So, und dadurch, dass ich jetzt hier den Kollegen habe, kann ich jetzt hier auf die nächste Technologie gehen, auf die ICBM. Und diese ebenfalls jetzt hier erforschen. So, wir machen weiter. Lassen das Ganze auf der höchsten Geschwindigkeit laufen. Ja, Unit reaches destination, das ist mir relativ egal. Und wir beobachten mal, oh, da geht schon ganz schön was ab hier gerade eben. Da treffen sich hier gerade eben zwei Flugzeugträgerflotten und zersägen sich gegenseitig. Das ist Afrika gegen unsere Verbündeten. Und so wie es aussieht, hat Afrika den Sieg davon getragen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Das ist äußerst ungünstig für uns. So, gleich ist der Satellit fertig. Und dann können wir den jetzt hier an den Start bringen, Freunde. Und da ist er. So, und Satelliten sind sehr, sehr witzig. Denn Satelliten haben, wie ihr seht, also die müssen halt immer in einem, sage ich jetzt mal, in einem Kreis um den Planeten fliegen. Wenn wir das jetzt hier umschalten auf den Kartenmodus, sehen wir, wie das von der Kugel her sich darstellen würde. Und wir wollen natürlich jetzt hier so viel wie möglich über unseren primären Feind, also in dem Fall jetzt hier Mainland East Asia, herausfinden. Wir können aber natürlich auch gucken, wie das jetzt hier sich mit den anderen darstellt, also wie wir letzten Endes hier das hier setzen müssten, damit wir so viel wie möglich sehen. Also für uns ist natürlich jetzt hier Asien das Entscheidende, mit der Zentralregion Tokio und so weiter und so fort. Also Ballungszentren möchte man natürlich wissen. Ich glaube, ich gehe tatsächlich ja auf das da so. Denn den Rest bekomme ich ja auch anderweitig aufgeklärt weitgehend. So, und jetzt ist hier die Position des Satelliten. Der Gegner weiß nicht, dass der Satellit da ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er eine Technologie erforscht, wo er das weiß. Und wir sehen jetzt hier, aha, da haben wir also die russische Flotte in dem Augenblick hier aufgeklärt. Faszinierend. Die russische Flotte operiert also jetzt hier gerade eben in diesem Ozean. Also weiß ich schon mal, dass ich meine Flotte jetzt schon mal dahin bewegen kann, um sie hier vielleicht zu attackieren oder zumindest abzufangen, falls sie in diese Richtung geht. Das ist natürlich jetzt eine äußerst vorteilhafte Situation für uns. So, und wir entdeckten jetzt hier tatsächlich eine gegnerische Airbase und hier sogar noch eine gegnerische Radar-Site, die wir jetzt ebenfalls unter Feuer nehmen können. Ich mache das jetzt allerdings nicht mit Flugzeugen, weil der Flughafen wird natürlich hier ordentlich sich selbst verteidigen. Vor allem, wenn vielleicht sogar noch jetzt hier irgendwelche SAM-Sites mitspielen. Die werden meine Flugzeuge sehr, sehr leicht abschießen. Aber sobald ich jetzt hier eine ICBM hätte, könnte ich den hier ordentlich einschenken. So, wir sehen jetzt hier, ist auch noch eine Flotte gewesen von Südamerika. Also eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Man darf allerdings nicht vergessen, also ihr seht auch immer wieder, das Spiel merkt sich, wo die zuletzt gewesen sind. Zeigt einfach quasi, das ist die letzte Position dieser Flotte gewesen. Oder die letzte Position dieser, ja, Verteidigungsanlagen, Angriffsanlagen und so weiter und so fort. Und hier ist immer noch die russische Flotte am Start. Okay. Wir bauen immer noch diesen Flughafen und warten derweil noch.
Währenddessen ich jetzt hier versuche mal meine Flotte in diese Richtung zu bewegen. Und ich kann euch auf jeden Fall versichern, das Spiel hat also im Multiplayer unfassbar viel Spaß gemacht. So, SSBN wurde jetzt hier erforscht. Ich muss mal gerade eben mal gucken, was das ist. Ah, wir könnten jetzt also Atom-U-Boote tatsächlich konstruieren, weil einer unserer Verbündeten das tatsächlich getan hat. Die Frage ist, ob ich das tun will. Eines schadet definitiv nicht. Es dauert halt relativ lang, so ein Teil zu bauen. Aber man kann es auf jeden Fall schon mal in Auftrag geben. Ich muss mal gerade mal gucken, wenn die da sind. Also was sind das? Das sind zwei Kreuzer. Nehmen wir ein Carrier, ein Cruiser, ein Destroyer und ein Destroyer. Also ich würde annehmen, dass meine Flotte auf jeden Fall überlegen ist. So, wir haben eine neue Airbase, die wir jetzt deployen können. Die tue ich jetzt mal tendenziell eher hierhin, dass sie nicht zu weit an der Front ist. Falls das Ding hier ausgeschaltet wird, dann kann der hier nämlich auch noch versuchen, in diese Richtung mit zu verteidigen. Und wir bauen jetzt hier auch gerade eben nochmal diese SAM-Sites, die jetzt dafür da sind, wenn ich sie irgendwo geplantet bekomme, feindliche Flugzeuge abzuschießen. Hier ist nicht so viel Platz, ne? Das muss man an dieser Stelle berücksichtigen. Und unsere Flugzeugträgerflotte hat ihre Destination entdeckt. So, wir fahren jetzt mal tatsächlich raus und attackieren jetzt hier diese feindliche Flotte. Hier mache ich das dahin, genau. Und hier mache ich das dahin. Enemy Airbase of CPU Asia detected. Okay, wir haben jetzt also nochmal eine weitere Airbase detected, die wir später mit ICBMs abschießen wollen. Aha, da zieht die Flotte zurück. So, wir haben die ICBM jetzt hier erforscht. Das ist sehr, sehr praktisch. Dann möchte ich jetzt hier auf die Heavy Rockets gehen. Aber ihr seht, die Heavy Rockets, die erfordern zwei weitere Technologien. Ich muss also erstmal über die Thermonuclear Bomb durch. Das ist natürlich jetzt ein Problem für uns. Aber wir haben jetzt dadurch die Möglichkeit gewonnen. Moment, ich mache gerade eben nochmal die Forschung zu. Jetzt hier diese Missile-Silos zu bauen. Und im Grunde ist es an und für sich gar keine dumme Idee, so bald wie möglich eine davon zu haben. Vielleicht sogar noch eine zweite dann danach. Und dann können wir schon mal anfangen, feindliche Positionen zu bombardieren. Okay, so also wie es aussieht, zieht sich jetzt hier der russische Verband zurück. Ich weiß nicht, ob er es von alleine getan hat oder ob er es getan hat, weil er vielleicht meine Flotte gesehen hat. Ach, Moment, das wollte ich gar nicht. Ich habe versehentlich jetzt hier ein Schiff aus dem Dingens rausgenommen. Das war nicht das, was ich wollte. Ah, und da ist jetzt hier schon die erste Missile-Dingens hier raus. So, ihr seht, also die erste Missile-Launch-Site raus. Ihr seht jetzt hier eine Zone. Genau genommen sind es zwei Zonen. Die rote Zone ist die Zone, mit der ich, also wo ich hinschießen kann. Diese etwas hellere, nicht rote Zone in der Mitte, das ist die Zone, die zu kurz ist. Also in diesem Bereich kann ich keine Raketen abfeuern. Deswegen ist es für mich durchaus sinnvoll, mir zu überlegen, wo ich diese Missile-Launch-Position hinsetze, damit ich strategisch clever feuern kann. Und ich denke, dass ich hier in dem Bereich hier, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt bin. Genau, das ist meine erste Missile-Launch-Position. Ihr seht, ich kann jetzt hier eine Attacke durchführen. Eine Rakete ist auf jeden Fall schon mal mit drin. Und ich habe jetzt meine allererste Interkontinentalrakete gestartet. Da fliegt sie auch schon. Ihr seht, die ist ziemlich schnell. Und hat jetzt hier den gegnerischen Flughafen instant zerstört. So, ab jetzt sehen wir auch, dass diese verschiedenen Städte hier Punktwerte haben. Und ich jetzt anfangen könnte, jetzt hier Punkte aufzubauen. Ostasien hat jetzt hier Punkte verloren, weil ich ihnen ja den Flughafen weggebombt habe. Jetzt habe ich keine weitere Rakete mehr, aber ich könnte jetzt, wenn ich wollte, mit Atombomben die zum Beispiel Hongkong bombardieren. Und Hongkong ist jetzt hier momentan relativ schutzlos. Lasst uns das gerade eben mal an der Stelle hier mal demonstrieren. Ich sage jetzt einfach mal hier meine Flugzeuge, wählen jetzt hier ihre Atombomben und bombardieren jetzt einfach Hongkong. Ganz eiskalt. Wir sehen jetzt ja auch gerade eben, da sind noch 7 Millionen Menschen drin. Ja, demnächst nicht mehr. Jeder Treffer oben rechts gibt uns auch Punkte, wie ihr seht. Und ja, die Airbase-Action ist completed. Zack, zack. Und ihr seht es hier, jetzt kommt auch der Gegenangriff des Feindes. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass die jetzt hier abgeschossen werden.
Meine SAM-Sites schießen schon auf sie. Und meine Flugzeuge versuchen sie jetzt hier abzufangen, weil sie wollen jetzt natürlich dasselbe mit mir machen. Bei KI-Spielen versucht die KI am Anfang den Angriff auf den menschlichen Spieler zu vermeiden, zumindest in der Demo-Version. Im finalen Spiel wissen wir das momentan natürlich noch nicht. Aber sie werden jetzt hier versuchen, einen Gegenschlag durchzuführen, den sie vorher nicht gemacht hätten. Und ich glaube, der geht für sie jetzt hier ordentlich in die Hose, so wie das für mich sich momentan darstellt. Ja, sie haben jetzt hier eine ganze Menge an Bombern verloren, wie ihr seht. Das lief für sie nicht gut. Okay, wir bauen jetzt ja weiterhin dieses U-Boot. Was wir jetzt allerdings eher bräuchten, sind tatsächlich jetzt hier eine ganze Menge von diesen Raketen, um sie weiterhin handlungsunfähig zu halten. Die Raketen brauchen gar nicht so lange zum Bauen. So. Und da oben sehen wir es hier, das ist die Global Pollution. Das Spiel endet in dem Moment, wenn quasi 100% erreicht ist, also wenn quasi die gesamte Welt verstrahlt ist, also zumindest aus der Sicht des Spieles. Und dann hat halt der gewonnen, der am meisten Punkte hat. So, wir haben Enemy Fighters in East Asia entdeckt. Ja, okay, aber sie sind momentan noch relativ weit weg. Da ist noch der zweite Flughafen, das ist der, den ich tatsächlich als nächstes ausschalten wollen würde. Na, da sehen wir gerade eben, ne? Der muss definitiv weg. Okay, und da kommt jetzt hier tatsächlich auch eine Bombardierung. Das war wohl eine Atomrakete, gegen die wir nichts machen können. Also die haben dieselbe Strategie gegen uns jetzt eingesetzt. Da ist nichts dagegen zu machen at the moment. Wir sehen uns einfach mal zu, dass wir jetzt hier uns hierhin zurückziehen mit unserem Flugzeugträger. Da kommen wieder Bomber. Die aber jetzt hier abgefangen werden, so wie es aussieht. Jawohl. Da müssen wir echt noch ein bisschen mehr Verteidigung reinsetzen. Und ich glaube, wir haben jetzt genau die erste neue Rakete. Ich werde jetzt hier einen Angriff auf diesen Flughafen machen. Da startet meine Rakete und da sehen wir, da war der Flughafen gerade noch. Wir haben eine feindliche SAM-Site jetzt hier nochmal entdeckt, die neu ist. Aber der Flughafen ist weg und damit haben wir jetzt hier erstmal keinen Stress mehr, was das angeht. Wir haben also quasi jetzt hier den Ostasiaten jetzt hier ordentlich in den Griff bekommen. Übrigens, dieses gesunde Grün bedeutet, dass da tatsächlich nukleare Bombardierung am Start war. Wir machen mal weiter. Bombardieren nochmal Hongkong ordentlich an der Stelle bei der Gelegenheit. Denn ich will schon mal ein bisschen Punkte aufbauen. Westafrika ist leider gerade relativ weit in Führung. Wir haben wieder feindliche Fighter entdeckt. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Weiß nicht, wo die gewesen sein sollen. So. Ich habe mich jetzt auf Platz 4 hier hoch bewegt. Dadurch, dass ich jetzt halt hier einen Treffer bekommen hatte, habe ich halt ganz schön Punkte eingebüßt. Man darf nicht vergessen, wie drastisch hier die Einbußen sind. So, ich habe jetzt übrigens keine thermonuklearen Sprengkörper mehr. Ich müsste sie jetzt erst wieder produzieren. Was ich jetzt aber gerade eben erstmal nicht tun möchte. Was ich aber tun möchte, ist denen hier ihr Radar wegnehmen. Deswegen feuere ich jetzt mal da drauf, dass sie hier erstmal wieder blind sind. So. Problematisch für Ostasien. Ich kann natürlich aber auch mit diesen Raketen feindliche Schiffe attackieren. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich greife jetzt hier diesen Zerstörerverband an oder diesen Flugzeugträger und so weiter. Aber das sind natürlich meine Verbündeten. Das macht nur Sinn, wenn man es mit den Feindlichen macht. So, aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Kollegen jetzt hier ordentlich unter Druck gesetzt. Sie haben zwar eine gute Luftverteidigung, aber sie sehen nichts mehr kommen. So, lala. Ach, ich könnte jetzt hier wieder, okay. Dann attackiere ich diese Position hier. Und das müsst ihr euch jetzt normalerweise vorstellen, in einem riesigen Kuddelmuddel aus ganz, ganz vielen Spielern, alle gegeneinander. So, ich lasse es hier gerade eben nochmal schneller laufen. Ich habe die Produktion hochgesetzt. Warum habe ich das getan? Das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Also er ist jetzt de facto momentan blind, zumindest so werden wir das sagen können. Das Space Radar wurde jetzt hier tatsächlich entwickelt. Das ist eine neue Möglichkeit hier, um feindliche Radarpositionen herauszufinden. Deswegen packen wir das auch gleich mal in die Queue. Dann können wir nämlich selber feststellen, ob wir selber gescannt werden. So.
Ja, West Asia hat auf jeden Fall schon eine ganze Menge Punkte gemacht dadurch. Afrika aber auch. Also die geben sich hier gerade eben gegenseitig ordentlich die Kante. Das muss man mal dazu sagen. Ich muss mal überlegen, ob ich hier... Ich sollte eigentlich mal demnächst eine Nuke auf Tokio werfen. Wir machen das mal. Wir können auch direkt hier die Städte nuken. Tokio bringt eine Menge Punkte. Und mal schauen, was wir da treffen. Alliance broken. Okay, was ist gerade eben für eine Allianz zusammengebrochen? Ich weiß es gerade eben nicht. Ah, Europa ist anscheinend nicht mehr Teil einer Allianz. Das ist interessant. Die sind anscheinend... Ich weiß gar nicht, wo die drin waren, aber sie sind auf jeden Fall rausgeflogen aus irgendeiner. So, und jetzt kann ich mir hier weiterhin ordentlich Punkte holen, wie ihr seht. Wobei jetzt hier Beijing wahrscheinlich der bessere Plan wäre. Oh, und dann habe ich eine nukleare Bedrohung entdeckt. Ein Nukular-U-Boot. Dann greifen wir dieses U-Boot hier mal mit unseren Flugzeugen an. So, Beijing hat ordentlich Schaden genommen. Ihr seht aber auch, dass die Punkte sich immer ändern. Und zwar ist das immer die, das Zerstörungspotenzial der ausgewählten Waffe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Nuklearbomben einsetze. So, bam. Enemy SSBN zerstört. Also das feindliche U-Boot ist weg. Europa ist auf jeden Fall punktetechnisch schon ziemlich weit vorne. Da kommt jetzt ein russischer Bomber. Den fangen wir gerade eben noch so ab. Wir machen nochmal ein bisschen weiter mit unseren Raketen. Dauert ein bisschen. Wir brauchen halt größere Raketen, ne? Dann haben wir halt schneller noch größere Schadenspotenziale. So. Feindliche Fighter entdeckt. Okay, ich bombe jetzt hier nochmal Beijing. Für noch mehr Punkte. Momentan haben wir 148. Jetzt haben wir 191. So. Oh, da ist ein ordentlicher Luftkampf am Start. Aber so wie es aussieht, haben wir den gewonnen. Den haben wir gewonnen. Sehr, sehr gut. Und die sind jetzt hier ordentlich unter Druck. Also Europa macht sich überraschend gut. Überrascht. Also krass überrascht. Weil die ja eigentlich von mehreren Seiten gerne angegriffen werden. So, ich attackiere dann jetzt mal... Mal gucken, was wäre denn ein gutes Ziel? Ich sollte natürlich immer die nehmen, die viele Punkte bringen. Und innerhalb der Reichweite sind. Ja, da bleibt mir eigentlich nach wie vor nur hier der afrikanische Bereich. Oder kann ich hier... Ne, ich komme gar nicht bis da drüben. Also ich kann nur im asiatischen Bereich weiter ordentlich bomben. Dann bombe ich nochmal auf Tokio. Und es wird wahrscheinlich wehrlos einen Treffer geben. Enemy SAM Site of East Asia detected. Okay, wir haben nochmal eine SAM Site entdeckt. So, ich bin jetzt echt ernsthaft am Überlegen, ob ich das hier überhaupt brauche. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich mache aber trotzdem hier weiter in die Forschung, logischerweise. Wieder ein paar Bomben. Also wir sind momentan immer noch in einer etwas defensiven Position. Aber ich setze darauf, dass wir bald mit unseren großen Atomraketen hier gewinnträchtig zuschlagen können. Oh, hier wird schon eine ganze Menge ausgeteilt in alle Richtungen. Also Ostasien und Russland sind hier so ein bisschen zum Punching Ball des Spiels geworden. Oh Gott, wir haben wieder eine Nuclear Threat detected. Welche ist es denn? Ist es da oben? Nee, warte mal, was ist es denn? Wo ist es? Wo ist es? Ah, die USA. Ja, wurden gerade eben genukt. Da oben ist die Flotte. Normalerweise würde das jetzt nicht so krass immer wieder pausieren, wenn ihr Multiplayer spielt. De facto kommt da eigentlich gar keine Pause. Wow, Tokio hat eine richtige Nuke kassiert. Also ihr seht, das Spiel geht jetzt schon auf seine Zielgeraden. Nennen wir es mal so. Oh, meine Airbase wurde zerstört. Das ist jetzt natürlich als unglücklich zu definieren. Und ich sollte versuchen, dagegen vorzugehen. Frage ist, wer mich da gerade eben so hart attackiert. Ich kann das momentan echt nicht sagen. Ich kann das wirklich nicht sagen momentan.
sehe auf jeden Fall nicht, wer es ist. Ich könnte jetzt hier auf diesen Carrier schießen. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass dieser Carrier hier nichts mehr zu lachen hat. Mhm. Zack. Enemy Destroyer destroyed. Also ich habe einen Destroyer getroffen leider und nicht den Carrier. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Und jetzt werden wir hier bombardiert und können nichts dagegen tun. Gut, das heißt für uns jetzt halt einfach zuschauen, dass wir Punkte generieren. Denn wir werden gerade eben selber zum Punching Ball des Spiels gemacht. Und das muss natürlich nicht sein, Freunde. So, wo will ich denn noch drauf bomben? Ja, im Grunde ist jetzt gerade egal, ob ich jetzt Tokio oder sonst irgendwas nehme. Wobei Tokio demnächst es nicht mehr wirklich wert ist. So, da fliegt wieder die nächste Rakete. Aber ich bin jetzt schon auf dem vorletzten Platz. Also ihr seht, das Spiel ist alles, aber nicht leicht. Ich brauche dringend bessere Atomraketen. Aber vielleicht wird das noch was. Vielleicht wird das noch was. Ich habe mehrere Nuclear Threats, die ich jetzt momentan hier einfach nicht abwehren kann. Ich gehe mal mit meiner Flotte da oben hin. Und ihr seht, die Welt wird schon richtig gefährlich grün. Die wird jetzt schon richtig heftig grün. Structure destroyed. Oh je, nee, wir haben nochmal eine Radar-Site jetzt hier verloren. Ja, ich kann jetzt hier tatsächlich gar nicht weg. Ich muss jetzt hier mit meinem Flugzeugträger hier in der Defensive bleiben. Die haben alle sehr, sehr effizient aufgebaut. Aber gleich habe ich hier die Boosted Fission Weapon. So, und jetzt kann ich auf die Heavy Rockets gehen. Die hoffentlich noch ein bisschen mehr drauf haben. So. Ihr seht es hier, das sind die verschiedenen Raketensysteme, die man mit den verschiedenen Sachen abfeuern kann. Es wäre aber durchaus sinnvoll. Mal gucken. Das ist die 10 Megaton, die 50 Megaton Bombe. Ich muss jetzt mal echt hier mal ein bisschen Nägel mit Köpfen machen. Um mal Punkte aufzuholen. Und dafür segel ich jetzt dann doch dahin. Denn dann werden die nämlich hier demnächst hier mit ein paar Bomben von mir versorgt werden. Ich gehe jetzt hier mit allem, was ich habe, diesen normalen Bomben, die ich habe, dann nochmal da drauf. Aber ihr seht, das bringt nichts. Das sind zu wenig, was ich hier gerade eben generieren kann. So, und ich bin, glaube ich, jetzt kurz davor, die 50 Megatonnen Bombe zu haben. Nuclear Bomb. Wir greifen hier nochmal an. Es geht momentan jetzt eigentlich nur noch darum. Oh, und jetzt, ihr seht es hier, jetzt kommt der Timer. Das Spiel hat jetzt schon festgestellt, dass wir schon so weit sind, dass das Spiel eigentlich quasi schon als auf dem Weg zum Ende zu definieren ist. Ich habe jetzt hier mein gesamtes Nukleararsenal jetzt hier geholt. Ich muss jetzt neue Nuklearwaffen holen. Dafür muss ich jetzt in den Hafen zurücksegeln. Bin aber nach wie vor noch der Vorletzte leider. Und baue weiterhin jetzt hier solche Bomben. So, brauche jetzt aber auch noch neue Flugzeuge, wie ich gerade eben realisiere. Und kann diese Bomben, die ich da gerade eben produziere, tatsächlich nicht einmal, so wie es aussieht, mit diesen Flugzeugen benutzen, was natürlich jetzt ein großes Problem ist. Also ihr seht, man muss tatsächlich auch die richtige Bewaffnung wählen für die richtigen Schiffe, sonst oder auch für die richtigen Waffensysteme, sagen wir es mal ganz, ganz neutral. Weil ansonsten funktionieren die schlicht und ergreifend einfach nicht zusammen. Ne? Ich baue jetzt hier quasi diese Standardbomben nochmal nach. Aber die bringen mir natürlich nichts. Das Einzige, was mir eigentlich was bringen würde, wären diese Bomben. Aber ich setze jetzt hier nochmal am Ende so auf diese Heavy Rockets. Vielleicht können wir da nochmal was machen. Aber die Welt zerstört sich jetzt hier gerade eben einfach. Es kann sogar passieren, dass ihr dann aber an einem bestimmten Punkt einfach nur noch Zuschauer seid, so wie ich das jetzt hier gerade eben mehr oder weniger geworden bin. Weil euch einfach die Atomwaffen ausgegangen sind. Und deswegen muss man bei diesem Spiel halt sehr, sehr gut planen, welche Technologien man in welcher Reihenfolge wie forscht. Und da ist natürlich auch... Oh, ihr seht, und jetzt ist das Spiel gleich vorbei.
Noch bevor ich meine Heavy Rockets haben kann, ist das Spiel de facto vorbei. Aber ich rühme mich, dass ich gegen die KI wenigstens nicht Letzte geworden bin. Und ich muss auch sagen, ich habe es echt geschafft, noch 87% meiner Bevölkerung irgendwie noch am Leben zu halten. Wobei ich zugeben muss, das kann jetzt auch einfach nur Glück gewesen sein. Also wirklich aktiv dazu beigetragen habe ich da eigentlich nicht. Ich hatte ja eigentlich auch nur Ostasien als wirklich primären Gegner. Auf jeden Fall ist das Spiel, wie ich persönlich finde, ein großer Spaß im Multiplayer. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt noch in Folge die Multiplayer-Livestream-Runden, die auch immer, die ungefähr so genauso lange dauern wie jetzt hier dieses Video, so circa 50 Minuten. Die nächsten Tage werden sie kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und ich lasse euch dann wissen, wenn das Spiel tatsächlich rauskommt. Macht's gut, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Tschüss und Ade.